Warum erfreut sich denn das Deutsche und erfreuen sich deutsche Schulangebote in diesem Land einer so großen Beliebtheit? 200.000 Schüler in Rumänien lernen Deutsch an Muttersprachschulen oder an Fremdsprachschulen. Ich sage immer, das ist doch nicht nur, weil sie Vokabeln und Grammatik lernen wollen. Sie versprechen sich von dem Schulwesen doch viel mehr. Das ist eine Kulturtradition, das ist ein Wertekanon. An deutschen Schulen wird auf bestimmte Art gelehrt. Und ich denke, gerade diese Tradition führt hin zu einem toleranten Verständnis des Miteinanders in Europa. Auch und vor allem deswegen wird an deutschen Schulen gern gelernt. Und das weiß auch die rumänische Bevölkerung. Vor 100 Jahren hat es gereicht, wenn sie gut auf den Stein hauen konnte und der sich so geteilt hat, dann hat das wunderbar funktioniert und das brauchte man. In der heutigen Zeit ist das vorbei. Das machen Maschinen, Roboter, was auch immer. Wir brauchen jetzt junge Menschen, die Know-how haben, dass die einzige Chance, wie sich Europa vor allem halten kann, unsere Bodenschätze halten sich in Grenzen. Also, das Potenzial, das Europa hat, sind gut ausgebildete Menschen. Viele Kinder fangen bei uns in der Krippe an, durchlaufen dann Krippe, Kindergarten, Grundschule und das Gymnasium. Also wir haben einen sehr langen Zyklus, in dem wir Kinder und Jugendliche ausbilden und auch diese Werte und dieses Gedankengut zu vermitteln. Meine abschließende und simple Botschaft an gerade unsere so erfolgreiche Wirtschaft hier im Land ist: Bitte beteiligt euch. Das lohnt sich für euch, für eure Mitarbeiter und das lohnt sich auch für uns als deutsche Gemeinschaft hier im Land. Es verbessert das Image des Standorts Rumänien mit einem klaren Aspekt, nicht nur auf uns, sondern auf unser gemeinsames Europa. Denn worum geht es heute letztlich? Um die Schaffung europäischer Räume, in denen sich Wirtschaft und in denen sich die Menschen wohlfühlen.